Beitrag, für Ihre Worte. Wir sind ja nach Aussagen einiger Journalisten die ältesten Horstbesitzer der Welt. Also wir versuchen ins Guinness-Buch zu kommen, aber bisher ist alles gescheitert. Aber ich denke mal, wir schaffen es noch. Wenn wir hier den Kampf in gewinnen, schaffen wir es. Und wir haben uns vorgenommen, so schnell auch nicht aufzugeben. Heute war ja der Herr Bechtler von den Grünen da. Also es hörte sich ja schon nicht ganz so schlecht mehr an, als es jetzt noch vor 4 Wochen waren. Und ich bin jetzt heute wieder ein bisschen optimistischer. Und ihr, alle Mitglieder könnt ein bisschen aufatmen. Es ist sicherlich noch ein schwerer Kampf, ein harter Kampf. Aber ich denke, wir sind so in der Lage, den Sieg hier rauszutragen, wenn wir alle dabei bleiben. Springt nicht ab, das wollten sie ja immer. Wir haben offenes Haus bisher immer gehabt. Unsere Gruppen sind ständig gekommen. Das ist ja ein Zeichen auch, dass sie für sich selber kämpfen. Nicht nur für uns, sondern für alle anderen auch. In dem Sinne, denke ich mal, haben wir also doch schon viel erreicht. Und wie die Frau Rektorin sagt, wir können uns alle im Spiegel gucken, wenn der eine oder andere nicht ganz so zufrieden ist mit seiner Dienstzustand. Aber es ist nun mal so ein Leben. Einer wird immer gewinnen, einmal mal verlieren. Aber wir verlieren auf keinen Fall. Danke. Als nächstes habe ich ja schon angekündigt, dann fangen wir bei der Dame an. Und Paul war auch schon mehrmals bei uns, sie hat also auch ihre Solidarität mit uns bewiesen. Herr Stefan Liebig, der ist fast jede Woche mal hier vorbeigekommen, der hat uns Mut gemacht und also auch dort unseren herzlichen Dank. Und ich denke, gemeinsam werden wir es auch packen und jetzt gebe ich ihm alles Mikro. Ja, wir haben heute nicht nur gute Worte mitgebracht, sondern auch noch eine Unterstützung, die leider bitter nötig ist. Wir saßen ja hier vor 2 Wochen zusammen und dann hat die Bezirksverordnetenversammlung leider sich nicht zu einer Entscheidung durchringen können, mit der Volkssolidarität hier über eine Weiterbetreibung zu verhandeln. Und leider hatte die bezirkliche Politik auch keine Antwort darauf, was mit den Seniorinnen und Senioren in der Zwischenzeit hier passiert, weil es wurde ja kalt. Und wir saßen hier zusammen und natürlich haben wir uns Mut zugesprochen, aber der Gedanke, dass man hier zähneklappernd im warmen Pullover sitzen muss, das ist natürlich nicht das Richtige. Und dann gab es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht war, dass sich der Bezirk entschieden hat, selber die Heizung wieder anzuschalten. Das war gut. Verbunden war das mit der schlechten Nachricht, dass man bitte die Summe dafür in bar dem Bezirk übergeben soll. Das ist auch passiert. Und eines haben wir an dem Tag gesagt und das halten wir auch ein. Ganz sicher wird diese Besetzung hier nicht daran scheitern, dass es hier zu kalt ist. Und deswegen gibt es einen Spendenaufruf. Ich kann Sie alle nur ermuntern, sofern Sie ein bisschen Geld erübrigen können, dafür zu spenden. Und unsere Fraktion im Bundestag hat eine nette Einrichtung, einen Fraktionsverein. Das ist jetzt nicht etwa Geld, was man vom Steuerzahler bekommt, sondern das ist das Geld, was wir dauernd überwiesen bekommen. Das ist ja ziemlich viel. Wir stimmen immer gegen die Diätenerhöhung, kriegen das Geld aber trotzdem. Und weil wir ein schlechtes Gewissen haben, haben wir den Fraktionsverein Die Linke gegründet, überweisen da Monat für Monat Geld und wir konnten die Jury unseres Vereins überzeugen, 1.000 Euro rauszureichen. Und diese 1.000 Euro übergeben wir heute. Damit sind mindestens 2 weitere Monate Wärme hier gesichert. Vielleicht ist es ja nicht nötig, wenn eine andere Verwendung sich dafür ergibt für Ihre ehrenamtliche Arbeit, ist das auch schön. Also wir wünschen Ihnen weiter viel Kraft und wir werden Sie auch weiter unterstützen. Und der Vorwurf, die Linke wolle hier irgendwas für sich okkupieren, den kann ich gleich beantworten. Ich freue mich auf einen sozialistischen Wettbewerb. Jede andere Partei darf gerne mithalten. Wir wollen das hier gar nicht alleine machen. Wir freuen uns über jede Spende von SPD, Grünen, CDU und Piraten. Erstatten oder so ein Foto, so ein Beweisfoto immer gut.